Ursprung hat das Tennessee Walking Horse in Nordamerika. Gangveranlagte Pferde wurden dort mit Trabern, Vollblütern und Saddlebreds gekreuzt. Heraus kam ein Pferd, das ebenso ausdauernd, wendig, aber vor allem bequem war. Ursprünglich wurden die Tennessee Walker von Farmern gezüchtet, damit diese ihre Plantagen mühelos kontrollieren konnten. Sie wollten ein bequemes Pferd haben, das nervenstark ist. Unter anderem wurde das Pferd dann auf der Plantage eingesetzt und dann am Wochenende wurde dann die gesamte Familie mit der Kutsche zur Kirche gefahren. Der Hengst Black Allen gilt als Begründer der Rasse, deren Stutbuch erst 1935 angelegt und 1947 geschlossen wurde. In der Zucht legt man vor allem Wert auf einen ausgeglichenen und gutmütigen Charakter. Einen kompakten Körperbau mit hoch aufgesetztem Hals und ein Stockmaß zwischen 1,40 m und 1,70 m. Neben diesen Faktoren spielt beim Tennessee Walking Horse aber vor allem sein Alleinstellungsmerkmal eine wichtige Rolle. Das Besondere an den Tennessee Walkern ist der Walk. Den gibt es in zwei Geschwindigkeiten, einmal den Flat Walk und den Running Walk. Das sind beides Gänge im Viertakt. Die sind immer gleich. Das Pferd geht im Prinzip einen schnellen Schritt, tritt weiter unter und begleitet diesen Schritt durch ein rhythmisches Kopfnicken. Es ist sehr weich zu sitzen, ist wirklich Sofa-Qualität. Durch ihren erschütterungsfreien Walk sind die Tennessee Walker sehr beliebt bei Reitern mit Rücken- oder Knieproblemen. Aber auch ambitionierte Freizeit- und Turnierreiter schätzen die besondere Gangart und vor allem den ausgeglichenen und menschenbezogenen Charakter der Rasse. Tennessee Walker sind für jedermann geeignet. Sie sind vom jungen Reiter bis hin zum Senior geeignet. Sie sind sehr vielseitig, man kann viel mit ihnen machen, vom englischen Reiten bis hin zum Westernreiten, Freizeitreiten, Geländereiten oder auch Kutsche fahren.